Weiß jemand eigentlich, was mit Satan passiert ist? Ne, der hat doch aufgehört zu streamen und hat stattdessen sein Studium fertig gemacht. Ich glaube Psychologie, aber da musst du die Leute aus Berlin fragen. Da gibt es einige, die noch engen Kontakt zu ihm haben. Sag mal, wie seid ihr damals eigentlich an Kani geraten? Er war doch nicht vorher Pro. Ja, wir wollten ja ein Streamer-Meme-Team machen und wir wollten das so ein bisschen an das alte Euronics-Team anlehnen. Und Panda war zu damaligen Zeit noch Pro-Player und Agorin auch. Und dann haben wir halt einfach mit Leuten, die in der deutschen Szene gestreamt haben, aufgefüllt. Und dann hatten wir Autophil, wir hatten Carmon und wir hatten Kani. Jump King? Okay, lass uns Röntgen Jump King spielen. Kleines Röntgen Jump King, das ist jetzt genau das Richtige hier. Zwei noch für Grandmaster, dann werde ich das nächste gewinnen, dann brauche ich noch eins für Grandmaster, ja. Dann brauche ich noch eins für Grandmaster. Alright. Spiel doch mal etwas, was man so gar nicht sieht, zum Beispiel Trundle oder so. Ey, Mate, ich habe heute so viel gespielt, was man überhaupt nicht sieht schon. Heute waren wir richtig aktiv da draußen. Okay, wir sind gerade hier, alles klar. Ein lang kein Jump King mehr gespielt. Hoffentlich habe ich noch das Gefühl für Jump King. Oh, das war die Entscheidungssprungstelle hier, ne? Wo man so aufpassen musste, weil wenn man die verkackt, dann fällt man irgendwie ganz runter oder so, ne? Da kann man sie nicht verkackt. Oh, na, so ein gutes Team ist hier zum Ende. Also, wir haben schon ein Game gefunden. Wir haben einen guten alten Sendito im Team. Sehr, sehr gut. Na, danke an Grindelo für den Support auch. Einen wundervollen. Boah, dieser Sprung ist so scary, ne? Ich habe solche Angst, den zu verkacken. Nach dem Game, ich weiß noch nicht, ob ich dann schon schlafen gehe. Vielleicht mal noch ein Game. Mal schauen. Vielleicht spiele ich auch noch ein bisschen Jump King. Vielleicht spiele ich noch eine Runde GFD. Wir werden sehen, ne? Hey, Flower Power. Vielen lieben Dank dir für die 5 zur späten Stunde. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ganz viel Spaß hier im Stream, Leute. Sprung, ja. Vielen, vielen Dank, werter Flower Power. Was passiert, wenn du nach ganz links springst? Ich glaube, dann fällst du alles wieder runter. Deswegen passe ich da so auf, weißt du? Das ist, glaube ich, das Schlimmste, also das ist das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist da runterzufallen. Valorant noch mal am Zocken. Valorant habe ich lange nicht mehr gezockt. Na, Valorant habe ich wirklich lange nicht mehr gezockt. Nice, der war perfekt, actually. Inting Johnny, vielen lieben Dank dir auch für den Support. Werter Inting Johnny, schön, dass du mit dabei bist. War nicht so der Sprung? Ja, ne? Naja, okay. Los. Immer noch Klaus. Na, wird Zeit, oder? Was meinst du? So, sagst du, ich stehe echt auf dem Schlauch. Alles gut, ich krieg nicht mehr ganz so viel mit. Ich stream heute schon wieder ein bisschen länger, kann das sein? War ein langer Tag, ey. Gehirn ist langsam Matsche. Obi-Wahnsinn, vielen Dank dir für den Support auch. Gibt's da nicht, ey? Ja, lieber zu kurz springen, als dass wir dann wieder runterfallen, ne? Perfekt. Perfekt. Oh mein Gott, ist das der Run? Ah, ist nicht der Run. Okay, wir müssen aber auch Picken jetzt hier nehmen. Oh, ich weiß, was wir zum Abschluss spielen für heute. Das ist ein Champion, der mir so gut gefallen hat. Den werden wir jetzt nochmal auspacken. Ich weiß genau, was wir hier zum Abschluss spielen.
Es ist ein Binger, dieser Charakter. So, zack. Okay. Gibt's ja nicht. Ich mache ihn immer genau diesen einen Tings zu lang, zu wenig, ne? Okay. Scheiße. Okay, aber das war unser Jump King Attempt. Wir sind wenigstens nicht runtergefallen. Wisst ihr, man muss die positiven Dinge sehen. Und jetzt spielen wir eine schöne Runde Liga der Legenden zusammen. Ihr und ich. Schöne Runde Liga der Legenden mit dem guten alten Abschlussjordel Heimerdinger, meine Damen und Herren. Seid ihr bereit gegen Kabuchat und Maxlor und Quicksilf mit dem guten alten Sendito im Team? Let's go. Ist das Z bis A jetzt durch? Wie meinst du das? Der Z bis A ist bei mir schon seit Monaten durch. Das ist schon Monate her bei mir, dass ich Z bis A gemacht habe. Ah, Tolkien macht aktuell ein Z bis A. Tolkien macht aktuell ein Z bis A, wenn es dich interessiert. Der ist aktuell bei R, glaube ich, ist er, ne? Irgendwie R. Das heißt, bald ist er bei Shaco. Bald ist er bei Shaco, ja. Und dann wird's schwierig. Ja, spielen gegen den guten alten Ego. Hoffentlich finden die meine Tribes hier nicht am Anfang, das ist immer sehr lästig sonst. Ah. Shaco ist so unfassbar schlecht aktuell. Tatsächlich, wenn du den OTP siehst, ist der immer noch solide. Wir wurden erst vor zwei Games oder so wurden wir vom Shaco Jungle gecarried in dem Yone Game. Dann kommt das Tyler One Projekt. Anfang nächsten Jahres kommt es. Also es ist nicht mehr schaffbar, diese Season. Weißt du? Also ich meine, wir könnten eine Rolle probieren, noch abzuschließen, aber es ist einfach nicht mehr genug Zeit. Wieso setzt du überhaupt jetzt schon die Turrets? Naja, weil die rechargen. Das heißt, wenn du die jetzt schon stellst, dann hast du nicht drei Turrets, sondern du hast fünf. Und gleich habe ich sechs, weißt du? Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die haben eine relativ lange Recharge-Time. Darum geht's. Lieblingslane? Ja, Mitte natürlich. Remake oder kein Remake, die sind alle da, die Gegner. I don't quite get it, to be honest, was da gerade passiert ist. Aber we take it. Einfach extra Disrespect vielleicht? Er sagt, er braucht keine Suns gegen mich. Respektiere ich, ne? Jetzt schon 3 CS. Er macht das nicht schlecht. Okay. Yumi mit dem Double Kill. Ja, wir mixen wieder unser Q. Ja, er hat jetzt schon 4 CS. Er kriegt eine CS pro Wave, ne? Jetzt kommt dann die Wave 5, dann kann er wieder für einen CS gehen. Nicht? Also es ist wirklich nicht verkehrt, wie er das spielt.
verstehe das nicht, aber jetzt spielt er doch normal. Warum hat er denn davor beide Sums gewastet? Was war das denn? Ich glaube, der hat einfach irgendwie was schreiben wollen und hat dann alle Tasten gedrückt oder so? Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie erklären kann, ne? Ein bisschen pushen, maybe. So too beautiful. Auftrag ausgeführt, meine Damen und Herren. Der Fertigsteller ist wieder im Werke. Okay. Was ist das hier mit? Nein, verzeihler zu lernen. Sieht nach einem absoluten Freebin aus, das Game, muss ich sagen. Cool. Genau, was wir brauchten. Da können wir vielleicht noch eins machen sogar. Okay. Guter Versuch. Aber sehr unlucky, ja. Sehr, sehr unlucky indeed. Schade. Mein Tanz wurde unterbrochen. Viel zu Batman. Du bist gut auf Palmer, was? Ja, ist es tatsächlich. Das hat mir sogar letztes Mal, als ich jemand Timer gespielt hat, jemand aus dem Chat gesagt, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das ist legit viel besser. Danke an, also an den Twitch-Chat und an unser heutiges Mathe-Projekt. Hat sich richtig ausgezahlt. Scheiße. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Zum Glück hat wenigstens nur der Raka den Kill gekriegt. Der kann den bitte töten, mal? Uns Sorg gut holen. Schnielstevie, Nassemar. Vielen lieben Dank für den Support, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ganz viel Spaß hier im Stream. Willkommen, willkommen. Na, Kumex brauchst du aber eigentlich keine Mana-Rack in den Runen. Habe ich auch nur mit Presence of Mind. Habe ich auch nur mit Presence of Mind. Und nicht mit, Dings. Mit Mana Flow Band. Das ist dieser Damage, ne? Bin gut toxisch, ja. Die kommen gerade gut zurück, die Gegner. Sehr, sehr nice. Dann ist es vielleicht unsere letzte Runde. Das ist sehr, sehr gut, dass sie zurückkommen, ja. So komisch, dass der komplett normal spielt jetzt, obwohl der vorhin einfach beide Summoners benutzt hat. Mich würde echt interessieren, was da passiert ist. Bei dem. Wirklich einfach verklickt. Hm.
den zweiten auch noch kurz. Holen können den zweiten Charge. Wir können versuchen, Bot zu killen. Bröckchen Tilter? Unten, Mabi? Was meint der? Kleiner Bröckchen? Nicht, was wir sehen wollten hier. Leider. Aber ich krieg ja nicht allzu viel Mitte. Das Game wird jetzt richtig spicy noch. Unser Toplaner ist extrem behind und unser AD Carry ist auch behind. Ich hätte tatsächlich Ult W machen sollen da, ne? Das war my bad. Ich dachte, wenn sie... Ach, ich wusste nicht, dass sie Ulti hat. Ich dachte, sie stirbt auch so. My bad, my bad. Okay. Ich dachte nicht, dass sie Ulti hat. Die Qiyana von den Gegnern ist fett, der Rakan und der Shen. Die sind alle fett. Ich bin auch sehr, sehr stark. Ne? Wir haben jetzt fast schon Liandris ready. Eine sehr starke Yumi. So. Schon zurzeit stark. In Hyalo würde ich sagen, ist okay, wenn du ihn mainst. Aber es ist okay, wenn du ihn mainst, würde ich sagen. Das ja. Zurückgehen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wieder einmal der sehr späte Hase am Spart. Das gefällt mir sehr. Na, ich hab's ja auch vermisst ein bisschen, ne? Ich hab's ja schon durchaus auch ein bisschen vermisst, jetzt wo ich eine Zeit lang in bei der TwitchCon war, ne? Ganze 3 Tage nicht genördet. Das klatscht schon rein. Denkst du, ist es sinnvoll, in 2020 noch mit LOL anzufangen? Ja, sicher. Das ist der Allerstart ist schwer, natürlich, ne? Das ist ganz klar, aber das ist immer noch ein super Game. Sehr zu empfehlen. Toll. Das ist ja noch eine Minute 40, gar nicht aktivieren, ups.
Ganz klar. Die Kiana hier reinläuft in den Busch. Irgendwer läuft hier bestimmt rein, oder? Wut, put, 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 Enemy Team. Ihr wollt doch auch hier in den Busch, der ist sicher. Keine Angst, hier ist nichts Böses, was euch passieren kann. Lol. Das ist nicht wahr, oder? Ich warte einfach hier weiter drin. Da meint, ich renn. Warum benutzt er denn da sein Wie rein? Come on, man. Eine Kiana zu mir. So eine Kacke, ey. Wir laufen jetzt einfach von hier oben ran. Und, nee, machen wir nicht. Ja, von hier kommt die Kiana. Da müssen wir jetzt ein fürstliches Outplay machen. Was? Na, but. Warum hab ich denn dann doch getroffen, diese Scheiße, ey? So was Ärgerliches, ey. Wie ging das denn zu? Scheiße, ne? Okay, wenigstens der ist gestorben und wir kriegen einen Assist. Das ist immer cool, Max, gehen. Also, Diamond, das fühlt sich wahnsinnig stark an. Probier das mal aus. Ich hab das heute zum ersten Mal gespielt. Das fühlt sich so gut an. Das war eine Empfehlung vom Twitch-Chat tatsächlich. Also, sehr zu empfehlen. Wirklich sehr zu empfehlen. Welche Lane ist am einfachsten für Anfänger? Jede Lane kann einfach sein am Anfang. Das kommt ein bisschen drauf an, welche Champions du spielst. Ich glaube, wenn du erstmal so ein bisschen ins Spiel einsteigen willst, ist wahrscheinlich Support am besten. Na? Aber du kannst auch Top-Lane spielen und dann eine ruhige Kugel schieben auf irgendwelchen auf irgendwelchen Tanks oder so, um ins Spiel einzusteigen. Du kannst Mitte spielen, es gibt sehr viele einfache Midlaner. Eine Lux zum Beispiel, ein Vel'Koz, ein Weigar, ein Swain, was weiß ich nicht. Mit denen kannst du auch immer, oder eine Annie oder so, da kannst du auch richtig schön Malzahar, super. Du kannst jede Lane spielen, du kannst einfach leichte Champion-Designs picken und dann bist du... Mein Turret, ne? Ist auf jeden Fall tot, ne? Nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die sind alle tot, ja. Sehr, sehr gut, sehr gut. Alles wegen unserer exzellenten Vorarbeit, meine Damen und Herren. Exzellent, sag ich euch. Dann ist Nash noch nicht auf, das heißt, wir können nicht Nash auch noch nehmen. Also basically alles außer AD Carry. AD Carry kannst du auch spielen. Du kannst Miss Fortune zum Beispiel spielen oder Jhin. Du kannst irgendwelche AP Carries als AD Carry spielen. Aber ich würde behaupten, dass AD Carry die Rolle ist, die die höchsten Grundvoraussetzungen, also die Grundmechanics braucht. Einfach nur, weil du halt sinnvoll Auto-Attacken musst und das ist sehr schwierig. Sein Shending Help noch, den gibt's noch, ja. Der spielt aber nicht mehr so viel wie früher. Ist aber immer noch sehr erfolgreich, wenn er spielt. So. Dann mit Jungle, ja. Na, Jungle ist nicht so schwierig. Also AD Carry hat auf jeden Fall die höchsten Grundvoraussetzungen. Also, der gegnerische Jungler probiert auch zu 1v9, ne? Damn. Gott, damn. Könnten probieren, hier zu cheesen. Da sollte gleich irgendwer kommen, die Frage ist wer, ne? Lass uns probieren. Let's see.
Nicht einen töten, mehr habe ich oder tot. Oh ja, leider nicht. Okay. Oh shit, ich hab Tor, ja, ne? Hey! Jetzt wird geflasht. Kiana ist komplett im 1v1-Modus. Ich hab TP, wenn ich spawne, und Sonjas. Also, wir können auf jeden Fall fighten. Das war der Fight für die hier. Wir hätten einfach Free Nash gehabt, da allerdings. Wäre dafür gehen. That's okay, that's okay. Wir nehmen einfach den Drake hier. Und dann können wir vielleicht danach für Nash noch gehen. Ja, zwei Turrets wieder. Wir können bitte pushen und wir machen Nash währenddessen. Eine goddamn Ult von mir. Holy shit! Was eine Ult! Oh mein Gott! Das war völlig disgusting, ey. Als nächstes brauchen wir Demonic oder Rylai's brauchen wir jetzt. Wahrscheinlich nehmen wir einfach Demonics hier und dann gehen wir hier entlang. Saya, my darling, Valorak, einen wundervollen wünsche ich. Findest du wirklich Support für Anfänger am besten? Naja, Support ist die Rolle, wo du halt einfach ein bisschen mehr Zeit hast, dich aufs Spiel zu konzentrieren. Und halt Entscheidungen zu lernen und Map-Movement zu lernen und wo du halt ein bisschen da ausgleichen kannst. Ich weiß nicht. Ich denke schon, dass ich das empfehlen würde, ja. Ich denke schon. Work, Sayona. Work your body line. Habt ihr den gesehen? Hat euch gefallen, oder? Der eingeflashte Fächer, Ich hoffe, der hat euch ein kleines bisschen gefallen, Also ein Heimerdinger Special da. Oh my god. Oops.
just... Alright. Das war ein sehr erfreuliches Game jetzt hier zum Abschluss oder die letzten Games. Meine Güte. Jetzt haben wir noch so viel Plus gemacht am Ende. Jetzt sind wir, glaube ich, sogar entweder neutral oder im Plus für den Tag, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Crazy. Es brauchten einen Win für Challenger, bräuchten wir. Ein Win. Ärgerlich, ja.